Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Urbex City Planer. Ne, Bilder. Ah, ich sag immer Planer, Bilder, keine Ahnung. Und ja, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei den Obstbäumen. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ihr habt, ich habe auch gesehen, die ersten Folgen sind sehr gut angekommen. Also vielen Dank bis hierhin. Und jetzt gucken wir mal. Es gab eine Zwischenzeit. Gab es eine Zwischenzeit? Es gab auf jeden Fall ein Add-on. Und ich würde es euch nicht vorenthalten, weil ihr seht, die Leiste unten sieht schon anders aus. Es gibt Züge, Leute. Züge, Choo-Choo-Trains, juhu. Ich habe noch keine Ahnung, wie die funktionieren. Außer man baut Schienen. alte Schiene, neue Schiene, okay. Ich brauche Dorfbahnhof, Eisenbahnbrücke mit Stahlkonstruktion, Bahnübergang. Ländlicher Bahnhof, Dorfbahnhof, aha, okay. Bahnhof, städtischer Bahnhof, Zentralbahnhof. Okay. Also, es wird erweitert. Ich glaube, das waren nur Schienen, ne? Ja, es waren nur Schienen. Das heißt, wir können da Produkte transportieren. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Das müssen wir mal gucken. Aber wir sind ja letztendlich noch immer im Tutorial, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist immer noch das Tutorial. Wir haben die Stadt nicht wirklich... Also, wir sind immer noch im Tutorial. So, ne? Und genau, wir wollen jetzt Obstbäume oder Acker für die industrialisierte Landwirtschaft. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, fangen wir mit den Obstbäumen an. Was? Ist die Straße nicht an das Hauptnetz angebunden? Hat gebaut? Okay. Genau, Obstbäume. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal vorgelesen habe, aber ich lese es nochmal vor. Obstbäume oder ein Acker für die industrialisierte Landwirtschaft. Fangen wir mit den Obstbäumen an. Sie müssen in der Nähe eines Landhauses stehen, aber weit weg von Umweltverschmutzung. Wenn du Obstbäume pflanzt, solltest du eine Weile warten, bis sie gewachsen sind. Pflanze 4 Obstbäume, warte, bis sie ausgewachsen sind. Ich habe hier oben doch schon mal Dings gemacht, ne? Das ist das Haus des Landbesitzers. Es sagt Landhaus. Das Haus des Landbesitzers, Landhaus? Ich glaube, so. Das heißt, Plantage. So, das heißt, ich brauche 130 Arbeitsfähigkeit. Danke. Ich habe schon vergessen. Ja, wo sind die denn? Ach, da. 130 Arbeitsfähigkeit, 10 Holz. Wo ist Holz? Da habe ich auch. Produziert 32 Nahrung, verbraucht 5. Das habe ich auch mehr als genug. Und sie habe ich auch mehr als genug. So. Ein oder... Ah. Ein oder mehr Bauernhaus. In einem 6-Radius. Das heißt... Uiuiui, die kann ich auch ganz schön weit pflanzen. Moment, Bauernhaus? Ach, Bauernhaus, nicht Landhaus. Bauernhaus. Okay. Das heißt, hier. Das heißt, ich kann jetzt, wie viel soll ich? 1, 2, 3, 4 bauen, ne? Kann ich auch noch auswählen, was darauf soll. Ohne Umweltverschmutzung werden gute Früchte geerntet. Ja, aber steht nicht was für Obstplantage. Okay. Huch. Sind sie jetzt schon ausgewachsen? Okay. Bauernhofschuppen produzieren eine Menge Nahrungsmittel und brauchen Energie, um die Maschinen zu bewegen. Die Maschinen und Düngemittel, die vom Bauernhofschuppen verwendet werden, benötigen viel Energie. Da ist nicht gerade hier oben schon. Also baue nicht zu viele Schuppen, wenn deine Energieproduktion nicht ausreicht. Baue 2 Bauernhofschuppen. Ich brauche 5 moderne Getreidesilo und... Also gut, Bevölkerung habe ich. Aha. Was brauchen die denn Energie? 100 Energie. Wie viel Energie habe ich? 100 Energie. Uiuiui, die habe ich gar nicht. 100 Energie. Und 50 Arbeitskräfte. Oh, die sind schon ganz schön teuer. Okay, ich brauche also so Getreidesilo und ich brauche 100 Energie. Alter Schwede. Die ist ja echt ein Problem, ne? Weil ich habe ja hier die Kohlemine. Ich habe hier die Kohlekraftwerke. Die, ich kann ja keine weitere bauen mehr, weil... Die, ja, also die haben, glaube ich, verbraucht 20 und 60 insgesamt und die produziert nur 10 mit den Häusern zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie waren das? Ah, hier war es doch. 1650. Das Kohlekraftwerk. Hier, Verbrauch. Aus dem Stadtzentrum verbraucht Kohle? Ah, nee, das ist die Energie. Ah, ja. Morgenkoma. Ich produziere 1650. Die Wassermühlen müsste ich dann ein bisschen ausbauen. Holzfällerhaus, naja, bringt nicht so viel. Kohlekraftwerk bringt viel. Aber die verbrauchen auch. Warte mal, hatte ich hier nicht Kohle extra? Hier, genau. Stimmt, hier war es doch Kohle.
produziere 60 Kohle und 60 verbrauche ich. Dementsprechend kann ich nicht mehr. Kann ich. Ja, wobei ich könnte hier noch bauen, ne? Das könnte ich probieren. Straße. Stimmt, die werden ja nicht abgerissen automatisch. Straße. Oh, und dann könnte ich hier noch Häuser bauen. Ich guck mal. Die verbrauchen 10. Ja, habe ich genügend. Zack. Dann könnte ich ein bisschen mehr Kohle, aber es reicht nicht. Ich brauche 20 Kohle und das reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Und ich. Ah, gut, ich könnte hier noch bauen, ne? Ich probiere das jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal. So. Zack. Zack. Sind die hier? So, jetzt muss ich gucken. Hier eine Reihe Häuser. Hier eine Reihe Häuser. Das würde gehen. Das heißt, ich könnte hier. Hier nochmal eine Straße machen. So, und jetzt hier alles Häuser. Die brauchen ja nur. Essen. Wir brauchen die ja nicht. Und wenn ich dann auf 20 komme. Dann kann ich. Jawohl, kann ich noch ein Kohlekraftwerk bauen. Sehr gut. Wo waren das? Hier war das, ne? Weiß ich nicht, ein Kohlekraftwerk. Dann hier bauen. Kannst auch hier bauen. Ne, baue ich hier. Dann baue ich das dahin. So, dann heißt es, ich habe genügend Energie. Okay, dann passt das. Jetzt brauche ich auch moderne Getreidesilos. Wie waren das? Getreidesilos. Brauchten kein Getreide, kein modernes. Modernes. Ich glaube, moderne Getreidesilo braucht ein Lager. Hallo, wo ist denn hier ein Getreide? Nee. Modernes Getreidesilo. Ja, genau, Logistik brauchten die. Gucken wir an die Gruppe. Ja. Das war ein normales Getreidesilo. Richtig, das heißt, du brauchst jetzt Logistik. Modernes Getreide. 6 Logistik brauchen die in einem 4er Radius. Das heißt. Zwischen Logistik? Nee. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage. Nein! Das meine ich nicht. Das wollte ich nicht. Wo ist es denn? Da. Das war ein 4er, okay. Brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wenn ich jetzt hier quasi das wegnehme und da Logistik hinmache. Das war ein Logistik. Das hier? Hier Lagerhäuser war Logistik, ne? Genau, dann habe ich ein modernes Getreidesilo und ich brauche für die brauche ich noch 2. Ich könnte hier noch eins hinbauen, oder? Ich könnte hier noch eins hinbauen. Vierer oder Dreier? 1, 2, 4. Okay, Autosave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das heißt, beide Silo. 2 oder mehr Bauernhäuser. Wo ist noch ein Bauernhaus? Ist, so. Dann. Hä? Das brauchst du nicht dahin, ist mir doch egal. Lagerhäuser. Ui. Fuck. Dann habe ich, genau, und dann brauche ich jetzt noch 1, richtig? 1. Das wollte ich hier oben hinbauen. Warum ist denn hier kein Feld? So. Heidesilo. Kann man noch dahin. Ah, braucht der Logistik Zugang zur Straße? Drei Kästchen, okay. Das heißt, wenn ich hier hin und hier wird es noch gehen. Na, hier und. Nein! Ich produziere zu wenig Eisen. Dammit. Kann ich denn hier noch eine Eisenmine? Kann ich hier noch eine Eisenmine? Nee, kann ich bestimmt nicht. Warte mal. Warum ist denn das teilweise grün?
Okay, aber ich glaube, ich muss hier das gleiche vermutlich mal machen wie mit den anderen. Zack und zack. Oh, und schon produziere ich wieder Eisen. Ah, ich habe vergessen, dass das Lagerhaus. Du musst echt aufpassen, was verbraucht denn der? Verbraucht 1, 1, ein Strom, ein Eisen. Okay. Das heißt, ich kann noch ein paar bauen. Zack, zack. Ich finde das mit den Häusern. Also, ich finde es ja. Also ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht mit den Häusern, ne? Dass man dadurch mehr Kohle kriegt oder Eisen. Ach, dann hätte man noch Minen hinpacken können. Also, das sieht jetzt, ja, riesig nicht. So. Und dann muss ich das einmal so machen. Mal kurz gucken, wie war denn das? Okay, das bringt dann nichts. Also macht das schon Sinn. Dann kann ich hier zack, zack, zack. Dann weite ich das aus bis hier hin. Hier war das, ne? Ach ne, eins zu weit sogar schon. So. Kann ich zack machen, zack machen. Kann eins dazwischen lassen, okay. So. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Eisen. Ja, ich werde es ja wahrscheinlich erweitern müssen, aber okay. Dann, ist das nicht auch noch Eisen hier unten? Oh, ich kann hier unten Eisen noch machen. Ah, noch reicht's. Mal gucken. Okay, jetzt habe ich den Bauernschuppen freigeschalten. Er braucht Energie. Habe ich genügend? Das und das. Ja, der Schraubstock, also der Arbeiter wird schon ein bisschen knapp, aber wir bauen es mal. 20 oder mehr Äcker. Ha? Ja, habe ich aktuell 20. Aber hier brauche ich eine Straße hin. Okay. Straße sollte ja kein Problem sein, ne? Nutzt 700 Nahrungsmittel. Okay, das ist viel. Das ist richtig viel. Also das ist also mal so richtig viel. Also ich glaube, über Nahrung brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. So. So, nachdem du ein Gebäude ausgewählt hast mit der Lupe oder der rechten Maustaste, drücke die Taste um, deinen Baumodus für das ausgewählte Gebäude zu aktivieren. Das. So, okay, das ist quasi Shortcut, damit ich es nochmal bauen kann. Okay, alles klar. Die G-Taste drücken, um andere Gebäude desselben Typs auf der Karte zu sehen. Okay, das ist... Was? Ah, das ist interessant. Wo ist denn meine Karte? Mir fällt gerade ein, wir haben keine Minimap, ne? Das sehe ich zumindest nicht. Ich wollte übrigens euch nochmal bei Nacht zeigen, ne? Das ist richtig schön gemacht bei Nacht. Okay, hier vielleicht nicht. Aber sieht richtig cool aus, wie es beleuchtet ist. Oh, hier. Aber ich mag das eigentlich Nacht nicht so sehr. Deshalb hatte ich ja das immer auf Tag gestellt. Okay, lass uns nun eine religiöse Gemeinde aufbauen. Will ich aber nicht. Vor allem, warum brauche ich für eine religiöse Gemeinde eine Kirche und eine Polizeistation? Das habe ich noch nicht verstanden, aber okay. Wo war das denn? Religion. Ist das hier? Nee, hier ist Religion. Ich brauche eine Kirche. Was brauche ich denn für eine Kirche? 2 bis 6 Glaube und 8000 Bevölkerung. Wie ich den Glauben? So, hier durch. Ja, zack. Was? Achso. Ah, die dürfen sich auch nicht im Weg stehen, ne? Oh, na, okay. Was Obst nicht aufweist. Was? Obst und Tasche aufgeben, weil es die Voraussetzung erfüllt? Machst du Umweltverschmutzung?
Ah, du musst Umweltverschmutzer. Okay, verstanden. Ist auch nicht schlimm, weil wir dann einfach hier ein bisschen Obstplantagen. Aber wisst ihr, was kein Problem ist für Umweltverschmutzung? Älter. Dann machen wir noch ein Bauernhaus rein oder sowas. Ach nicht, nee, was wollte ich reinmachen? Ich wollte echter reinmachen, genau. Ja, ich glaube Nahrungsmittel, das wird das Problem sein. Okay, gut. Wo war ich stehen geblieben? Religion. Was ist schlechtes Servo? Zweistelliges Haus im Stadtzentrum, Apotheke und Klinik freigeschalten. Okay. Jetzt will ich erstmal Religion machen. Eine Fresse. So, und noch eine brauche ich, ne? So, jetzt müsste ich glauben. Okay, jetzt habe ich die Kirche freigeschalten. Aber wo ist die Polizeistation? Die hier? Oh Gott, was ist das denn alles? Apotheke. Wollen Sie wie? Was hat 0,5 Gesundheitswesen? Was ist das? Klinik, kleine Bank, Polizeihauptquartier und Umsonstladen. Uiuiuiui. Das ist ja richtig umfangreich, das Spiel. Polizeistation. So, und jetzt kriege ich religiöse. Oh mein Gott. Ich verstehe es manchmal nicht. Was bringt mir das? Es bringt mir mehr Zufriedenheit, das habe ich schon gesehen. Okay. So. Und nun? Ich empfehle die Nähe eines armen Vorortes. Moment. Das kriege ich hin. Wie teuer sind die? Braucht 50. Ist mir egal. 20. Okay, das ist ein bisschen teuer. Kann ich denn hier wenigstens die hinpacken? Okay, und jetzt eine Polizeistation. Was hat denn Polizeistation? Was braucht die denn? 10 Stahl. Ne, das können wir nicht leisten. Das kann ich nicht. Moment. 10 Stahl? Hat ihr die Stahl? Nein, Moment. Frage. Über Eisenerz. Klingt doch mit Stahl, oder? Ne, produziert ein Stahl, das ist Eisen. So eine Stahlfeuer. Wie kann ich Stahl produzieren? Außer mit dem Stahlwerk. Ich noch eins bauen? Ich würde noch eins bauen. Verbraucht 5. Jetzt nicht drauf geachtet, aber es reicht noch. Das reicht auch noch. Das reicht auch noch. Wow, es war gerade schon knapp, Alter. Aber ganz ehrlich. Ich habe jetzt eine religiöse Gemeinde. Baue nun um eine religiöse Gemeinde zu eine Kirche und eine Polizei. Habe ich doch. Wo ist denn die Kirche? Da habe ich die nicht nebeneinander. Wo ist die Kirche? Ich habe hier keine Kirche gebaut, oder? Aber habe ich doch. Ich habe doch religiöse Gemeinde. Extra. So. Jetzt wollen wir die Bevölkerungsdichte der Stadt weiter erhöhen. Ja, mit was denn? Klicke auf ein Haus im Stadtzentrum, klicke dann auf die Entwicklung für zweistiegige Häuser im Stadtzentrum. Zweistiegige Häuser im Stadtzentrum brauchen im Vergleich zu Häusern im Stadtzentrum eine hohe Bevölkerungsdichte. Mehr Freizeit und Gesundheitsversorgung. Zweistöckiges Haus. Also sie brauchen tatsächlich Gesundheitswesen. Der Rest ist erfüllt. Das heißt, als erstes du also eine Gesundheitsklinik in der Nachbarschaft bauen, die du die zweistöckige Häuser im Stadtzentrum haben willst. Die war hier, ne? Lass mich erstmal gucken. Die braucht 1000. 1000. Moment. Moment, was? Die braucht 1000 Arbeiter? Willst du mich verarschen? Also, ich bin gerade schockiert über 1000. Ne, hier.
Dann braucht die 1000 was hohe Arbeitsfähigkeit. 100 Eisen und 130 Stahl. Und da kriegst du so ein kleines Gebäude. Willst du mich verarschen, Alter? Ey. Also, das ist zu viel. Wobei, da steht kostet, ne? Das heißt nicht, dass sie das verbraucht. Und ich habe hier 100. Stahl habe ich 400, was im Lager ist. Das heißt, ich kann die eigentlich bauen, weil das ist ja die Kosten. Das ist nicht das, was sie verbraucht. Das heißt, wenn ich die jetzt hier hinstelle, genau, dann ist das zwar im Minus kurz gewesen, aber... Okay, das heißt... Das funktioniert. Und dann habe ich ein zweistöckiges Haus im Stadtzentrum, was jetzt 24 Anwohner beherbergt und damit meine Bevölkerung auf 8,5 erhöht. Sehr gut. Verstehen wir noch nicht, warum die religiöse... Also das war jetzt eigentlich sinnfrei mit der religiösen Gemeinde. Kann ich das hier irgendwie... Normal. Das ist mir zu blöd eigentlich. So. Ich finde das irgendwie doof. Kann ich die... Ich brauche hier eh eine Kirche. Wo ist denn jetzt die Kirche eigentlich? Wo habe ich denn hingestellt? Bin ich jetzt blind oder sehe ich die jetzt einfach nur nicht? Wie blind. Ich bin eine religiöse Gemeinde. Ich will jetzt hier auf. Ich mache jetzt mal Folgendes. Das reicht ja, glaube ich, vom Wohnen her, ne? So. Aber die Polizeistation war, glaube ich, 4 und die Kirche war, glaube ich, 4. So. Ich wollte hier eine Straße zwischenbauen. So. Die Polizeistation will ich auf jeden Fall hier hin haben. Wo ist sie denn? Da. Genau. Für das Religiöse, das Kapelle, reicht das denn? So einer religiösen? Upgrade zu Dorfhaus, keine Ahnung. Auch Barack, das sind auch keine... Normal. Auch arme Vororte, das sind die nicht. Die hatte ich hier oben mal, ne? Die sind, was sind das, die armen Vororte? Holzhütte, die religiöse Gemeinde. Wo ist diese scheiß Kirche? Dreistöckige Häuser? Der Eisenbergleute und Kohle... Was? Oh. Okay. Okay. Moment, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ja, ja, entwickel dich halt zurück, ist mir egal. Wo ist diese scheiß Kirche? Ich weiß echt nicht, wo ich die hingebaut habe. Drei, ach so, drei oder mehr Glauben. Ich brauche die Kirche hier gar nicht. Aha. Fuck you. Schön, habe ich nicht gesagt. Bin jetzt nur am Überlegen. Arme Vororte für arme Spielplatz. Ah. Wir brauchen einen Spielplatz für arme Vororte. Mark, schöner Spielplatz. Zack. 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 Was? Park. Park, Alter. Pflasterte Fläche. Okay. Gemeinschaftsgarten. Nee, ich will einen Spielplatz. Zack. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt arme Vororte... Es ist nicht genug Energie. Oh. 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 Lass mich mal kurz gucken. Also, ich würde gerne nochmal eine Wassermühle bauen. Das ist Energieproduktion, das ist echt übel gerade. So. Die produziert ein bisschen was. Holz ist mir egal. Doch, egal zumindest. Produziert wieder erstmal ein bisschen Energie, immerhin. Pass auf, ich habe eh wenig Energie. Dann, wenn die sich eigentlich zurückentwickeln, entwickelt euch doch zurück. Ich warte das mal ab, bis sie zurückentwickeln. Dann würde ich sagen, gucke ich mal nach den dreistöckigen Häusern, weil Versorgungsdienst. Was ist denn Versorgungsdienstleistung?
Ist das das hier? Industriepark? Nee, Nachtleben. Ich würde es. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Supermarkt oder sowas. Ah, hier ist es doch. Kleiner Supermarkt. Oder lokaler Markt. Der ist so groß. Der ist so groß. Ja, nee. Ja, wenn ich den hier hinbaue, kann ich schon viel abdecken. Finde ich gut. Dann bauen wir ihn doch dahin. Kauft ein, meine Lieben. Kauft, Alter. Alter, die Kohleproduktion. Alter Schwede. Und hier genauso, ne? Ey, ganz ehrlich, die Supermärkte, was kosten die mich denn? Ganz ehrlich. Das ja. Zack. Zack. Aber man guckt, sieht, ne? Auch, also, da musste echt, also das Spiel ist echt übelst ausbalanciert. Man muss höllisch aufpassen. Was produzieren die? 32, 14, 50, 50. Dann muss ich wohl noch ein paar Felder bauen, wa? Bauernhaus. Rebellenhaus aufgegeben. Das ist kein Rebellenhaus mehr. Hehehe. Okay. Muss ja meine Leute ernähren. Also, ich brauche ein Bauernhaus. Kann ich hier hin bauen. Nehmt den Dings da. Muss ich halt nur die Felder wieder. Zack. Bauernhaus. Straße, ja, ja. Zack, zack, zack. Einmal. Dann wollte ich einen Haus des Landbesitzers. Braucht hier die Pächter. Genau, so rum war das. Eins, zwei, drei. Hier. Ich will ja eh mehr Felder bauen. Da. Dann brauche ich den Haus des Landbesitzers, wollte ich bauen. Zack. Das wollte ich mit Feldern ein. Hier, warte mal. Hier ein Pächter hin. Hat tatsächlich was falsch gemacht. Da kommt noch ein Pächter hin. Zack, 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 zack. Und dann Getreidesilo. Weil Getreidesilo ist, produziert ja nicht, ne? Doch, produziert 400. Okay. Verbraucht irgendwas? Nö. Auch noch ein Bauernhaus, auch kein Thema. Ein Bauernhaus, da steht das Bauernhaus. Das ist das Gelbe, was er nicht machen darf, okay. Also da wird's gehen. Da braucht halt wieder die scheiß Äcker. So war das, ne? Brauche die Straße. Straße. Bauernhaus. Zack, und dann brauchen wir ein Silo, das können wir. Warte. Da könnte ich bauen. Ah, fuck, ein Kästchen, ne? Hier wird es so gut passen, ne? Ja, pass auf, das mache ich doch platt. Dann nehme ich einfach das hier weg. Zack. Machen wir hier. Hui. So, der ist noch zufrieden. Der ist zufrieden. Und dann kriegt er seine scheiß Plätze noch. Muss aufpassen. 1, 1, 1, 1. Das habe ich genug. Das habe ich genug. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keins mehr. So, und dann produziert er hoffentlich gleich 400. Voll. Den könnte ich theoretisch auch machen, ne? Aber der braucht. Ach, die sind teuer. Die sind teuer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann tatsächlich lieber ein Freund hier. Ich mache einfach ein paar Felder. Weil Arbeitskraft haben wir aktuell echt viel. Dann kann ich hier auch ein paar Obstplantagen noch bauen. Die produzieren. Die brauchen. Weiß ich nicht.
Doch lieber so, die produzieren 50. Die Obstplantagen sind irgendwie, weiß ich nicht. Gut. Okay, das heißt, Kohle habe ich. Okay. Die habe ich noch nicht. Energie haben. Wie viel produziert denn eigentlich? 400. Okay. Dann. Die Kohle. Alter, ich hätte die gar nicht so übelst ausbauen müssen, ne? Naja, gut, ist nicht so schlimm. Nutze hier auch mehr Stahl, das ist gut, okay. So, haben die jetzt zurückentwickelt? Jawohl. Das wollte ich doch. So. Nur mehr Plätze mit mindestens 12 Anwohnern in einem Radius 4. Der scheint schon wieder an. Ja, gut, okay. Lass das mal. Also hier sind die armen Vororte. Okay, so, seid ihr jetzt eine religiöse? Wahrscheinlich fehlt den. Religiöse Gemeinde fehlt den Selbstorganisation. Was ist denn Selbstorganisation? Kann ich auch nicht anklicken. Oder mehr Glaube. Ja gut, Glaube ist klar. Ich glaube, macht die Kirche. Ah, okay. Braucht 50, 20. Ja. Gut, aber die Folge ist vorbei. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, ich habe das gerade nicht gelesen. Wir haben jetzt eine religiöse Gemeinde gehabt. Gesehen zumindest. Vielleicht wird das hier noch eine. Wir haben jetzt gesehen, wir haben die dreistöckigen. Wir hätten das gar nicht so massiv ausbauen müssen hier. Aber dadurch haben wir einen Haufen Kohle und alles. Also es passt schon. Und auch Nahrungsmittel haben wir. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Koma-Bär. Bis dann. Tschüss.